Wenn du in die Bucht fliegst und dann Richtung Westen, sind wir vor der Mündung des ersten Flusses Hallo 30, genau. Etwa 2 bis 3 Kilometer auf der See draußen. Zwei Feindflieger ganz dicht über der Stadt hereinkommen aufs Flugfeld. Ja, einer. Und was ist das hintere? Dürfte auch einer sein. Ah, sehr fein. Wirft sich da mutig in den Kampf. Die machen es gut. Sieht man in letzter Zeit häufiger, ne? Dass da irgendwie ja, in den Luftkampf gehen. Ja, zwei Speedies dürften jetzt tief immer platt sein. Leider die zweite nicht mehr in der Sicht. Ah, die geht die Speedy an. Helfe ich durch der Stucker. Hi, Lötkin. Oh, wieder. Und weg ist sie. Ich gehe mal rein. Siehst du mich? Ich bin schon am Stützen. Sehe dich nicht. Ah, ja, vor mir. Ein kleines Stück. Der Kruft scheiße. Hab ich. Was war das jetzt? Ich. Ich glaube, ich hab's. Was? Hast du was wegfliegen sie? Nee. Deine hat nur kurz einen Schweif gezogen. Er steht drunter. Ist praktisch ein Sekundenbruchteil vor mir auf ihn geschossen und deshalb hat er dann noch in letzter Sekunde weggedreht. Das war schön, die Split wollte mir hinterher steigen und ist nachher ins Stall gekommen, hat schon die weißen Spitzen gehabt an den Flügeln. Und ist dann runtergetrudelt. Karai, hast du die Mütze bekommen? Noch nicht. Ah, jetzt endlich einen schönen Treffer gesetzt. Ich hab gar nicht gewusst, dass die Leute bei 1C77 die Leute, die Fans unter Vertrag nehmen. Das meinst du mit dem einen, das ist nicht auch brav. Aber da dachte ich mir echt am Anfang schon, ne, das passt doch nicht zusammen. Das wird auch bei Team Fusion noch immer die Gefahr, dass der vielleicht noch mal ein bisschen mehr verplaudert, als er eigentlich sollte. Und bei BOS ist auch mal dieser AR, wie heißt der? ABR, das ist ja. ABR oder nicht was, ja. Wer Stahl paketisiert denn da? Ey, da sind ja nur 2 Tommys drauf hier. Ja, das habe ich doch vorhin gesagt. Harald, du fliegst doch so gerne für die. Oh, jetzt sind schon 4. Motiviere nicht. Sonst habe ich ganz schnell was anderes vor. Dui kriegt an. Ja, sonst muss ich ganz schnell ins Bett. Jetzt soweit, wenn du in der Maschine sitzt, oh, jetzt kommen sie alle. Fliegen sie wieder über den Flugplatz. Aber ich könnte Spitfire fliegen, ja. War eine Scheiße. Dann treibt er sich eine Runde der Karaja.
Ah, ist ein Spit unter uns, Karaya. Ja, das ist ja die. Der jetzt auf die Küste aber wieder fliegt. Ah ja, genau, du drehst schon einen, gell. Ich bin auf 55. Ja, an der Küste ist jetzt, jetzt direkt gleich über Flugfeld. Dem Flugfeld, genau. Ja. Es ist noch einer westlich noch ausgeflogen. Welche. Ja, ja. Aber über dem Fluss da, was ist das, östlich? Ja. Ich bleib erstmal ein bisschen oben, Karaya. Der war ordentlich eingesteckt. Fliegt ja. Aber noch immer weiter. Hatte keinen Öl, aber der wird es schon gemerkt haben. Nassen Fuß schon noch? Nee, der ist über Land. Okay. Oh ja, aber oh, auf Hallo 50 sogar, gell? Warte, da kommt einer rein. Nein. Einer geht dich an, glaube ich, auf deiner. Noch weiter entfernt. An der Küste ist jetzt einer auf Hallo 50. Das bin ich. Nächsten Spit. Sicher? Spit, ja, Spit, was ist denn das? So ja, fast am Flugfeld jetzt ist, minimal westlich. Was ist denn das? Was sind das für Seufzer? Lacker. Nicht so schlimm. Das ist mit einem Spit, wir schießen sie gleich ab, keine Sorge. Ist gut. Die Spit fliegt jetzt landinwärts, Kurs 240. Ja, ich habe gerade eine angegangen, aber leider nicht getroffen, hat im letzten Moment weggezogen. Na, ich muss die im Auge behalten, wenn ich da einmal ein bisschen den. Ah, ich sehe zwei Kontakte jetzt über dem Flugfeld ungefähr. Hallo 50. Könnten wir sein, genau, das sind wir. Du und die Spitze raus. Ja, die Spitze aber noch ein bisschen von mir weg, also so einen Kilometer noch voraus. Ich komme jetzt aber langsam ran. Ah, okay, die Spitze ist die vordere, die niedrigere. Ja, okay. Ja. Jetzt bin ich leicht oberhalb. Ah, du stürzt gerade runter, gell? Ne, ich bin ungefähr auf derselben Höhe, werde ihn jetzt abschneiden. Oh ja, ich sehe es. Der hat jede Menge Speed leider. Ja, wenn ich ins Kurve ist, genau durch das Andrücken, komme ich jetzt erstmal nicht ran. Oh, aber wenn jetzt. Oh, das ist ein zweiter Kontakt, ihr seid jetzt zu dritt, Vorsicht, auf derselben Höhe. Ist es so, Boost gewesen, der jetzt nach hinten? Nee, das ist noch eine Spitty. Noch eine Spit, dann gehe ich ja, auf die Ruhe. Ja, ist schon das Spit. Ich komme von hinten auch rein, vom Wasser aus. Ich ziehe mal aber Richtung Ostenholz. Ich habe nicht die Höhe, um die anzugehen. Ich bin jetzt eigentlich der niedrigste hier. Nee, oben ist eine 109, das ist keine Spit gewesen. Ah ja, stimmt. Okay. Das war Jostan, ja? Ich gehe auf die untere. Nein. Ah, ich bin noch weit weg. Das sind zwei Spitties definitiv. Oder? Sicher? Nein, sorry. Nein, das sind die beiden. Ja. Das ist Goose oder was? Wenn jemand, der nichts sagt, das gehört entweder nicht zu uns oder Goose. Also ich bin auf 70. Nee, dann müsste es nicht. Ja? Ich habe hier oben ziemliche Probleme, Karaya, mittlerweile. Ja, ich komme jetzt hinter das Spitty rein. Ich glaube, du bist aber noch ein Stückchen vor mir. Nee, ich bin der. Nein, das ist Jos. Wo ist die Action? Der gehört nicht zu uns, glaube ich. Über Moment, ich komme jetzt vom Wasser aus rein. Ah, jetzt kommt der Föhn nämlich rein, wenn ich es richtig sehe. Ah, geh hoch, nicht runter. Bin es direkt über das. Er geht runter. 109 ist in mich reingestiegen. Ja, das finde ich jetzt gewesen. Ich hänge mich mal an ihn dran. Ich wollte erst höher machen, weil ich habe die Spitty noch nicht entdeckt. Ja, ich komme von der 6 jetzt erstmal hoch. Ah, die. Okay. Hab geschossen, ich weiß auch nicht, ob ich getroffen habe. Ich bin häng noch an dem Schießgleich, wenn es gut ist. Von unten rein in die Spitty. Nee, jetzt fällt dreht nach unten weg. Ja, ich muss erstmal wieder raus, ein bisschen Energie machen. Ja, ich bleib oben. Ach, schade, nicht getroffen. Wieder raus. Was, der stand doch fast in der Luft, oder? Mei. Baller ihn weg, gegen Gas, gegen Sprit, Feuer, was auch immer. Wir sind jetzt hier zu 5 sogar, warte mal. Also. Ich habe noch einen Kontakt, da weiß ich jetzt nicht, was es ist. Wir gehen auf Höhe 45. Sauf, komm noch rein, die Spitty jetzt. Geht das ein an, der nach oben steht. Zweites Spitfire, Vorsicht, ja, der geht jetzt auf den hohen Parallel in der Lisa, der glaube ich ist, wenn du das wissen. Jetzt hat's Rolf. Ist aber ein zweites Spit auf Höhe 45. Jos okay. Ist glaube ich gerade dran. Ja, fällt jetzt runter. Ja. Und da drunter ist die andere Spit, glaube ich. Ja, jetzt kreuzen sie sich. Jedes Mal, wenn ich in die Wolken reinzoome, habe ich extreme FPS-Einbrüche. Ich gehe auf die Spitty, die gerade hochsteigt. Ja, auf die soll ich danach gehen. Ja, dann geh mal rein. Taucht jetzt ab wieder. Naja, verdammt. Komme ich nicht rechtzeitig ran. Na, ich hänge mich an die dran.
die folgt der anderen Split, glaube ich, gerade. Ja. Nee, jetzt jetzt zieht er hoch. Ich komme ran, ich komme ran. Ja, Victor, ich komme von oben jetzt und schieß mal. Ah, jetzt ist er gerade weg. Oh, ich habe was kühler. Wie geht das denn jetzt hier? Zweites Split vor sich gerade. Kommt da jetzt auf die andere auch ziemlich schnell zu? Ja, ich seh's. Oh, deshalb jage ich so ungern im Pulk, wenn man sich da gegenseitig die Spitfires verscheucht. Eva sagt Kühler, ich geh jetzt ein bisschen aggressiver ran. Ich geh die eine ist in einer weiten Rolle. Ja, ja, die geh ich gerade. Ja, ich glaube, die andere hält sich auch gerade ein bisschen nach unten. Schöne, oh mein, schöner Flügel ab, nicht schlecht. Wie war es dann mit Unpilot Kill? Schauen wir mal, wo Joss ist. Ich habe ja eine Spdi, naja, 15 Kilometer vor Le Havre, die gehe ich mal an. Mach das. Tu's nicht! Wie warm darf nur das Kühlwasser werden? Kühlt so 95 und Kühlwasser 100? Ja, grundsätzlich würde Öl sogar bis 105 gehen, aber macht beide mal nicht über 95. Ja. Vor allem Wasser nicht. Schön mit der Morgensonne so. Ja, ich habe aber ein schlechtes Gewissen, dass ich hier gerade wertvollen Sprit verbrenne, den wir in ein paar Jahren gut gebrauchen könnten. Ja, so ist es. Fand ich total krass. Die Briten hatten ja auch ein Jet, ne? Hier kann nichts passieren. Ach, jetzt schießt eine andere 109. Irgendwo meine du. Oh mei. Ich schieß. Oha und oha, Wasser und viele Treffer, aber er hängt noch an der 109 dran. Oh, Vorsicht, da flößen jetzt mehrere rein. Oh, ich habe einfach nicht die Höhenruderkontrolle dafür. Jetzt hat er abgelassen von der 109, die macht wieder ein bisschen Höhe. Da ist noch eine Speed mit Öl. Mist. Mit Öl, sagst du? Ja, unser. Ich stütze jetzt gleich drauf. Wie geht's, Gus? Gus, bleib am Leben! Ja, nein, ich wollte nur sagen, mein spezieller Freund hat einen Lacker gerade abgeschossen. Der Ach, Mann, das war eigentlich. Ja, hatte Mut. Ich keinen Schaden. Mal erwischt. Nein, ich hatte nicht mal Schaden und hab wieder mal zu stark das Ruder losgelassen. Also hier ist Seitenruder und bin dann abgestürzt, weil ich ins Kugeln geraten bin. Ich war halt hier dran. Pilot Kill, oder Bruce, du lebst auch gefecht gerade. Naja, es war halt dann so ein halber Manöverkill für ihn. Ich folge mal der da, was ist denn das? Der so landinwärts den Fluss jetzt in die Wolke, Wolkengebiet rein. Das ist Spitty. Okay, das ist ein Spitty, genau. Ich schau mal, ob der. Ja, der reversiert jetzt. Ja, ja, der wird doch schön. Ja, du bist sowieso vor mir übrigens. Oder? Ne, du bist über mir zumindest. Gehst du rein, ansonsten geh ich. Ja, ich geh jetzt gleich rein. Mal schauen, was ich mit meinem lidierten Höhenruder noch reiß. Ja, du bist vor mir, dann gehe ich hinter dir rein. Einen schnellen Durchgang. Oh, jetzt ist er langsam, oder? Oh ja. Oh ja. Kann mich nicht weg, komm nicht weg. Lass mir auch noch was. Sehr schön. Oh, jetzt bin ich. Hui, naja, wenig mitgegeben und fast gerammt. Ja. Ja, oder jetzt, Spitty übrigens jetzt bei mir hier. Wenn du mich siehst, auf meiner 1 Uhr sehr nah. Vielleicht unterhalb jetzt? Ja. Ich werde, oder? Soll ja, ich ziehe sie erst nochmal. Ich geht gerade über Lisa, oder? Ich habe es jetzt nicht mehr gesehen. Ich bin über Rolf, ja. Ah ja, sehr schön. Genau. Oh ja, sehr schön. Pilot. Ein Pilot-Kill nach dem anderen, Hedwig. Ja. Cheater. Mein Gott, Karaya. Das ist sogar dasselbe Kerl. Das ist eine gemeine Unterstellung, dass Karaya cheatet. Gunny Mac, den habe ich schon vorhin abgeknallt. Heftig.
Ich hatte dich immer passiert. Gut, bist du noch ein bisschen jetzt doch noch am Kurven in der Lisa über Wasser? Ja, ich war ein bisschen hoch, ein bisschen schnell. Ja, ich komme gerade zur Landung an, in den Flug. Okay, wir sind noch ein bisschen entfernt. Drehst du noch eine Runde? Ich hänge mich mal an den Boost an. Bevor du wieder die Maschine kaputt machst. Aber jetzt klappt's doch sowas von, oder? Ein grünes, drei grüne Lichter. Drei so. Grüne Lichter. Gusementanflug. Drei grüne Lichtchen, da würde ich mir Gedanken machen, wenn hier mal drei grüne Lichtchen.